Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr am Start seid. Die große Frage steht natürlich im Raum, wann kommt die 1.51? Es dürfte jetzt nicht mehr allzu lange sein, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wann ihr denn denkt, wenn sie kommt, Ende August oder vielleicht Anfang September. Schreibt das mal rein. Wir werden heute schön mit DHL durch Deutschland fahren und dafür steige ich jetzt einfach mal ein und starte den Motor. Ja, die 1.51 sollte eigentlich, naja, kurz vor dem Release sein. Also, wenn ich jetzt einfach mal so, ja, so mal schaue, was so SDS so gepostet hat in den letzten Tagen. Naja, vielleicht werden wir ja auch in der 1.51 den neuen Iveco bekommen. Da hat der SDS auch schon ein bisschen was gepostet. Und wenn man einfach mal so Revue passieren lässt, dann merkt man ja, dass sie gerade bei den LKWs nicht großartig, ja, große Ankündigung macht, ja. Da ist er einfach da. Die posten irgendwie so kryptisch irgendwie was. Hey, wir sind hier bei der Firma XY und ja, es könnte durchaus sein, dass da was kommt, ne. Und dann ist er auf einmal da. Ja, also 1.51, ja, nicht nur die neuen deutschen Städte, sondern eventuell auch der neue Iveco S-Way. Wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und ja, was könnte man noch so erwarten? Ja, die Erweiterung der DirectX 12, ne, der Schnittstelle, ist ja auch noch im Raum. Und ja, vielleicht noch das ein oder andere, ja, Trailerchen. Ja, wir haben ja Schmitz jetzt auch schon im Spiel. Also, es geht wirklich richtig zügig hier, was SCS hier uns alles so bietet. War nicht jetzt irgendwie jetzt in den nächsten Tagen auch noch die, ups, ja, die IAA? War das nicht auch noch irgendwann ein Thema? Naja, gucken wir mal, was da alles noch so kommt. Wir warten mal ab. Na, hier kommen wir nicht rum. Nee, hier kommen wir auch nicht rum. Ach, verdammt nochmal. Ja, aber die 1.51, ich denke mal, das wird nicht mehr allzu lange dauern und vielleicht werden wir dieses Jahr auch sogar noch die 1.52, sieht eigentlich ganz gut danach aus. Ja, ob es jetzt erstmal nur die 4 Städte sind oder noch eine 5. deutsche Stadt noch dazukommt, müssen wir mal abwarten. Aber ich habe jetzt den Urlaub überstanden. Ich nehme das hier am 4. August an oder auf und SDS wird wahrscheinlich auch die Sommerferien in Tschechien erstmal abwarten, bevor sie denn, ja, naja, gut, alles klar, bei Rot, dann vielleicht in die Vollen zu gehen, ne? Viele haben ja auch frei, sind ja auch viele, die da selbst Familie haben und dadurch, ja, weiß ich nicht, wie lange gehen die Ferien eigentlich in Tschechien? Vielleicht weiß das ja einer. Bitte gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht kann man da durch irgendwie schon erahnen, wann es soweit sein könnte. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und viele von euch erwarten natürlich immer sehr, sehr viel, was SCS bei den Updates immer reinbringt. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Kaffee. Aber da muss ich einfach mal sagen, das sind alles kostenlose Updates, ne? Und was da SCS jedes Mal da in den Updates reinknallt, das ist schon sehr beachtlich. Also muss ich wirklich sagen. Ne? Naja, gucken wir mal in die Zukunft. 1.51 könnte durchaus sehr interessant werden. Ja, wir werden jetzt nicht wie bei der 1.50 da ein Riesen-Update bekommen, bezüglich, dass wir dann ja eine neue Region bekommen. Aber eine 1.52, denke ich mal, werden wir dann das Griechenland-DLC bekommen. Und es sieht wirklich ganz danach aus, dass wir das Nordic Horizon erst im Jahr 2025 kriegen. Und ich bin jetzt falsch gefahren. Wieso bin ich jetzt falsch gefahren? Wieso bin ich jetzt falsch gefahren hier? Also das kann ja wohl gar nicht sein. Also bin ich ja wieder falsch abgebogen. Ja, ich bin ja wirklich ein richtiger Schlumpfhausen, sage ich euch. Ja, ich habe mich auf jeden Fall in meiner Urlaubszeit nicht verfahren. Da waren auch keine X'e drauf. Ach, ich bin so ein richtiges Ei. Naja, was zu machen, ne?
Was willst du machen? Hat sich nichts geändert, ja? Kommt aus dem Urlaub zurück und fährt wieder auf komplett falsch, ey. Naja, was willst du? Warum sollte sich auch was verändern, ne? Ja, dann fängt es natürlich wieder an mit den ganzen, ja, Ausprobieren, welche Mods funktionieren nicht. Ja, das wird wieder ein ordentlicher Spaß, ne? Ich freue mich definitiv richtig drauf, ja. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass wir mit dem Euro Truck Simulator die nächsten 5 Jahre noch richtig viel Spaß haben werden. Was mich aber auch wundert, bei den Schmitz Cargo Bull gibt es da eigentlich schon richtig viele Skin-Pakete. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch nicht so richtig mich damit auseinandergesetzt, was da jetzt an neuen Features eventuell am Start ist. Autobahn sieht ziemlich leer aus hier. Was ist denn hier los eigentlich? Kommen ja keine Autos oder was? Da vorne ist ein LKW. Naja. Sind alle doch ganz schön entspannt hier auf der Straße, ne? Ach, hinter uns sind die ganzen Fahrzeuge. Aber wenn man jetzt eine Woche so gar nicht unterwegs war, da freut man sich wirklich hier mal eine entspannte Tour zu machen. Und ja, schaut sich das an, wie hübsch das aussieht. Ich habe ja noch mal so einen Grafikmod ausprobiert, aber es war so ein Pay-Mod, habe ich da mitbekommen. Und da sieht das Spiel, ja, auf eine Art cool aus, auf der anderen Art, ja, fand ich das auch schon wieder zu heftig. Naja. Kann man sich das dann für einen Monat für 2 Euro irgendwie so, naja, das ist dann halt nichts für mich. Naja. Gerade wenn die ganzen Updates, die jetzt, da kann ich ja wirklich von 3 bis 4 Updates dann im Monat hier rechnen, wie das Spiel hier bekommt. Also, wenn man jetzt mal so zusammenrechnet, 4-0 Städte, vielleicht der K-Spora als Auflieger, dann Schmitz Cargo Bull. Ach, haben wir ja, nee, der Iveco S-Way. Und dann noch ein bisschen Grafik-Update. Das hört sich eigentlich ganz gut an, ne? Also muss ich wirklich sagen, gefällt mir. Das sind erstmal die Sachen, die ich jetzt so gehört habe. Vielleicht werden wir noch dynamisches Beladen auch für den Euro Truck Simulator bekommen. Wir haben ja für den ATS auch schon ein bisschen das angekündigt, dass wir in anderen Bereichen, also nicht nur im letzten DLC, sondern auch in den anderen DLCs, da jetzt auch schon dynamisches Beladen bekommen von Getreide. Und da sind aber nicht nur Getreide, sondern auch so wie Hackschnitzel und sowas. Das soll ja auch noch dazu kommen. Fand ich, ja, gut, muss ich sagen. Ja, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, wird auch irgendwann mal ein Euro Truck Simulator kommen. Glaub's mir. Inwiefern das die Mod-Community denn implementiert, bei der RPM-Map, hat man das ja schon irgendwie versucht reinzumachen. Und sieht auf jeden Fall sieht richtig klasse aus. Ah ja, schauen wir mal. Wird interessant. Ah, ist das schön. LKW fahren und ein Käffchen dann nebenbei noch trinken. Das gelobe ich mir. Ist das nicht herrlich? Ja, mal gucken, was wir jetzt die nächsten Tage. Am Mittwoch will ich dann SnowRunner bringen. Bausimulator sind wir ja fertig. Und ich werde auch jetzt erstmal, ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen meinen Rechner jetzt am Start habe, dass wir dann auch andere Games dann hier oben zocken können. Ja, mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen in den ganzen Käse hier. Und naja, ist ja immer noch Sommerpause. Ja, ich glaube, in Sachsen fängt das schon wieder an. Die Schule. Also ist die Sommerferien da auch schon wieder vorbei. In Brandenburg geht es noch ein bisschen. Und dann ist die, ja, die Sommerzeit vorbei. Und ich muss sagen, ich hatte richtig viel Glück,
an der Ostsee. Ich habe gleich einen Sonnenbrand gekriegt. Ja, so ein Kerl, ne, schmiert sich halt wenig ein, denkt sich, naja, so schlimm wird es nicht sein, aber dann, nächsten Tag, dachte ich, heiliges Kanonenrohr. Da habe ich wohl doch ein bisschen, naja, mich vertan. Das war illegal aufgestelltes Schild. Definitiv. Muss sie umfahren. Ja, naja. Uiuiui, hier ist aber auf jeden Fall Verkehr jetzt. Naja, wenn die Autos kommen, fängt er an zu plümpeln hier. Nicht wahr? Also sie guckt schon so. So ganz böse auf den Maximus hier. Fahren wir gleich mal hier rüber. Oh, hier ist ein Feuerwehreinsatz. Können wir ja gleich mal durchziehen hier. Oh, da hätte ich jetzt wieder Bock, LS hier mit dem Feuerwehrmod. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das mit dem Feuerwehrmod, da wollte ich auch noch mal einen Livestream machen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal auch mal auf dem Mittwoch machen. Simulationsmittwoch auf der Hof Bergmann. Da will ich das machen. Vielleicht schaffen wir es ja noch im August. Vielleicht schaffen wir das auch erst im September. Müssen wir mal schauen. Und als Alternative machen wir erstmal Snowra, ne? Schauen wir mal. Ah, oh, ist das schön. Es ist einfach wieder richtig schick, hier im Euro Truck Simulator nach über einer Woche wieder rumzufahren. Ja, irgendwie fehlt einem das dann doch, ne? So, wo müssen wir jetzt hier rum? Schauen wir mal. Da vorne. Die Feuerwehr hält erstmal an hier. Was war denn das jetzt hier alles? Also ich war es nicht. Ziehen wir mal hier rum hier. Kann ich hier lang fahren? Ja. Ach, schön hier im Industriegebiet. Müssen wir ja hier rein, ne? Zu Lidl. Ah, das ist ja hier Bleiche am Zaun hängen. Sehr ungünstig angebracht hier das Ding hier. Wir müssen da runter. Aber das kann ja was werden, ey. Hier, was wird hier? Hier liegt doch noch eine Palette, ey. Oh. Vorne sind auch noch Kisten. Muss ich glaube eh mal noch gerade ziehen, denke ich mal. Ah, doch, das haben wir doch irgendwie halbwegs gut hingekriegt, ne? Also würde ich jetzt mal sagen.
So, wir stehen da. Gut. Also, was denkt ihr denn? Werden wir in den nächsten 3-4 Wochen schon die 1,51 bekommen? Oder dauert das doch ein bisschen länger? Ich denke mal, Ende August, Anfang September können wir definitiv, hört sich schon wieder an, als wäre es so, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da die 1,51 bekommen. Und mit diesen Worten würde ich mich verabschieden. Würde mich freuen, wenn ihr am Mittwoch wieder am Start seid. Und mit diesen Worten sage ich haut rein, macht's gut. Bye, bye.